aber leider voll verkackt. Ich muss in diesem Spiel, glaube ich, echt oft die Handbremse nutzen. Weil das halt so ein arcadiges Spiel ist. Glaube ich, funktioniert das am besten. Gut, schön. Hey, der Witzka. Schön, 2-1. Hätte man unter 2 Sekunden schaffen können, aber da muss man halt wirklich Glück haben. 5 Sekunden Vorsprung. Ja doch, so langsam gefällt mir doch das Spiel. Ich dachte am Anfang, das wird doch zu hart, aber scheint wohl die Anfangsphase, wenn dann zu hart zu sein. Und dann, wenn man die Upgrades bekommt, dann scheint das doch wohl ein bisschen cool zu sein. Muss man doch mal so sagen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich glaube, das ist auch das, worauf das Spiel so ein bisschen abzielt. Dass man danach halt später ein bisschen mehr... Oh, Burton Beach Combo. Zum Kauf freigeschaltet. So, wunderbar. Aha, Head to Head. Yokohama. Oxide Duell. Da haben wir hier ein Vor... Wir können gar nicht verbessern. Wir müssen sogar wirklich mal einen Rallye-Wagen benutzen. Komm, nehmen wir einen Oakley. Das ist mal ein bisschen mysteriös. Mann, oh Mann, Mann. Oh, yeah. Oakley. Yeah. Ach, ein Drift-Event oder so? Ach, wir müssen so Punkte machen, oder wie? Oder was müssen wir dann machen? Los! Sie werfen einander den Lederhandschuh vor die Füße. Okay, wir müssen neu starten. Wir müssen halt wirklich alles in der Reihenfolge machen, aber das geht ja schon nicht mehr. Okay, gut. Los! Die Herausforderung steht, das Duell beginnt. Oh, ich dachte, es reicht nur eine Drehung. Okay. Gut, gut. Soll... Okay, ich muss also wirklich auf die Anzeige gucken. Los! Jetzt ist volle Konzentration. Das war so süß, dass mir die Zähne wehtun. Gigantische Moves. Smash, okay. Und er. Was? Wir müssen viel schneller sein. Wie schnell hat denn der das denn hinbekommen? 32! Wir kriegen das hin. Okay. Wir müssen optimieren. Ach, der fährt in die andere Richtung. Oh! Shit! Ach du Heilige, habt ihr das gesehen? Wow! Hä? Nee, nee, nee. Ach, der zweite Lauf. Los! Letzte Runde! Letzte Chance! Ob nach diesem Glück überhaupt noch Gummi auf den Reifen ist?
Und ich glaube, diesmal haben wir ein... Yep. Ja, er ist über die Linie und hat Platz 1. Da haben wir gezeigt, was wir können. Ach du Heilige. Nachdem ich das kannte... Es sind echt interessante Sachen in dem Spiel. Also da muss man sagen, was man möchte. Also das Spiel ist verdammt interessant bisher. Sehr abwechslungsreich und hat zu viel zu bieten. Und wir sind alles Könner. Wir haben da richtig reingehauen. Schön. Oh, über 10.000 schon. Wir haben noch eine Möglichkeit, einen neuen Wagen zu holen. Aber an sich sind die Wagen so in sich in Ordnung bisher. Ich würde, glaube ich, auch mit denen erstmal bleiben. Ich kann ja mal gucken, was es so gibt. Eliminator. Heißt wahrscheinlich Runden fahren und dann... Wo können wir denn Wagen kaufen? Joyride? Optionen? Nee. Nee. Oh, keine Ahnung. Lass mal hier rein. Können wir hier irgendwo Autos kaufen? Ach, keine Ahnung. Preisgeld? Klare Sache. Ach, hier kann man sich denn kaufen. Sehr viel Handling. Ah, dann kann man sie sich so gesehen holen, die Wagen. Wir würden noch von 5000er noch Leistung upgraden und dann sollte das vollkommen ausreichen. Dann sollten wir richtig heftig reinhauen, auch mit dem Handling. Mir gefällt weiß und türkis. Ah, okay, so funktioniert das mit dem Wagenkaufen. Ich dachte gerade so, wo gibt's denn das? Das sieht trotzdem interessant aus. Bisschen komisch der Wagen, aber wenn er perfekte Leistung abliefert, habe ich kein Problem mit. So. Los! Alle ringen um die Führung. Ach, so funktioniert das. Ein Eliminationsrennen. Das gibt's ja nicht. Das ist doch so nervig. Los! Ich habe mich immer gefragt, wer die Autos zum Stehen bringt, wenn sie ausgeschieden sind. Bist der Regelmann, verrat mir dein Geheimnis. Der Countdown beginnt. Wen erwischt es als Ersten? Wen erwischt als Ersten? Mich hoffentlich nicht, aber das tut's wahrscheinlich. Niemand fliegt gleich raus. Nämlich ich. Die erste Kurve ist halt richtig blöd. Ich muss mich eher nach hinten setzen, danach erst überholen. Los! Die Regeln lauten, es gibt keine Regeln. Beste Regel. Die Zeit läuft und am Ende des Weges ist alles dicht beieinander. Es könnte jeden erwischen. Wunderbar. So wollte ich das haben. Deswegen habe ich auf Leistung getrimmt. Weil ich mir dachte, es wird gut zu nutzen sein und so stimmt's ja auch. Handling hat er eh gut. Der Wagen, oh. Das gibt's ja nicht, ich komme nicht nach vorne. Danke, wer auch immer mich da angedingst hatte. Die stehen dann da, die Wagen. Okay, zum Glück haben wir noch genügend übrig. Ausgeschieden noch vier Fahrer. Alter! Nein! Wir sind bei den Top 3. Schade. Eliminiert. Wir müssen auf jeden Fall neu starten. Oh, das ist richtig mies. Ich hätte doch noch mehr. Ich brauche auf jeden Fall mehr Leistung. Los! Das Feld bietet eine gute Mischung aus Profi. Das ist das, was ich immer bemerke. Handling ist in einem Spiel nicht so wichtig. Muss man wirklich sagen. Das Wichtigste ist wirklich, dass ein Wagen die Leistung hat.
Mach doch noch mehr zu. Das gibt's doch wohl nicht. Dass ich in solch einem wichtigen Moment da drankomme. Ach du Heilige. Jetzt komm. Okay, den nach vorne schaffe ich nicht. Aber Hauptsache auf dem Podium. Also ich krieg den noch. Aber das wäre ja unmöglich. Na egal. Na gut. Wenigstens irgendwie hinbekommen. Hauptsache Podium. Das ist doch das Wichtigste. Man gewinnt dadurch nicht so viel Geld, aber man kommt trotzdem weiter in einem Game. Und je mehr man eigentlich gewinnt, desto eher kann man bessere Upgrades holen, aber man kann ja nicht immer gewinnen. Ich würde es natürlich gerne, aber gut, wir haben ja auch auf der schwierigeren Stufe Also wir spielen ja auf der schwierigeren Stufe. Einfach weil ich mir was anderes ja nicht gönne. Ich möchte ja nicht unbedingt hier so ganz lame irgendwie, ne? Sollte ja klar sein, denke ich mal. So. Ach, das ist ja eh noch offen. Ah, er ist offen geworden. Hot Target. Sunset Survival. Na gut, wir könnten dann noch ein kleines bisschen auf Stärke trimmen. Machen wir auch. So, No Fear. Dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit, Vollgas zu geben, so gut es geht, mit dem Wagen. Mit dem Wagen. So. Okay, wieder die Strecke. Oder mehr gesagt, das Showdown-Plätzchen. Okay. Kriegen wir schon hin. Ach, das Gemetzel so lange wie möglich überleben? Ich habe den falschen Wagen dafür. Ich überlebe das. Oh Gott im Himmel. Ach, das sind nur Feinde bei mir. Ich muss so lange überleben. Hilfe! Nein, nein, nein. 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 Nein, nein, nein. Nein. Und weitere Autos betreten die Bühne. Was? Weitere Autos. Weitere Autos. Wollt ihr mich ver... Warum ist das? Okay, wir sind Ritter. Hilfe. Oh. Aber wenigstens Ritter gewonnen. Er ist erledigt. Aber hey, war das eine Show? Oh Gott, was ist das? Ach du heilige Scheiße, ey. Boah. Das ist ja richtig mies. Das ist richtig ultra mies.
Wenigstens gibt es 3000. Theoretisch ein Upgrade nochmal mit für einen Anfangswagen. Oder vielleicht kann ich mir einen Wagen holen, je nachdem für das Geld. Kommt ja immer drauf an, ne? Oi. Das ist ja richtig kranker Scheiß. Rampage. Okay. Ist halt jetzt theoretisch der stärkste. Alter. Nee. Er mag vielleicht nicht so stark sein, aber sollte jetzt mit der Leistung bei Rampage, glaube ich, hoffentlich richtig reinknallen. Also mit ihm sollte ich beweglich sein. Das Handling ist gar nicht mal so wichtig für die Beweglichkeit, sondern eher... Ja. Ja genau, manch einer bekommt schon so viel mehr Punkte am Anfang. Einen habe ich. Na super. Leute! Oh, da ist doch jemand! Das ist doch unglaublich. Mann! Gut. Super, ich hätte mich selber zerstören müssen. Das gibt's einfach nicht. Leute, steht mir nicht im Weg. Ach, das ist doch so richtig kacke. Und der Erstplatzierte kriegt natürlich... Gut. Was? Schaut euch dieses Gemetzel an. Der Wahnsinn. Kopfschuss. Sturzflug. Kopfüber ins Vergnügen. Was für ein Einschlag. Oh, wenigstens einen terminalen Treffer gemacht. Aber trotzdem, jetzt hat jemand anders. Ihr seid doch so... Nur weil ihr gesehen habt, dass ich... Herrlichkeit im rechten Winkel. Alles klar. Spitzenreiter geschossen, yo. Das glaube ich, kann keiner mehr hinbekommen. Ich muss mich nur rumbewegen. Und wegbewegen. Alter. Oh, das war noch knapp. Musste ich leider noch kühl runterspielen, aber das war knapp, weil da echt einer echt gut hinterherkam. Krasser Scheiß. Aber hinbekommen ist hinbekommen, ne? Gut, dass wir auf Stärke getrimmt hatten davor. Du bist so ein guter Wagen, Mann. Yeah. So. Das gefällt mir auch zum Fahren allgemein. Jetzt haben wir wenigstens mal 10.000. Damit kann man doch mal was anfangen, würde ich jetzt mal behaupten. So. Speichern natürlich wie immer bei dem Game. Speichern ist halt immer angesagt bei dem Game. Domination.
Astrid Pro Domination. Ach, da steht dann da. D-Wagen und so. Ich gebe dir auf jeden Fall so ein Upgrade. So.